Ja, willkommen zurück, neuer Part, neues Glück. Ja, wir hatten im letzten Part aufgehört, als wir keine Ausdauer mehr hatten. Und ja, suchen jetzt nach Tarashas Grab. Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung, wo ich da hin muss. Deshalb würde ich erstmal sagen, wir gehen zurück nach Ludgolain und gucken mal, wer uns da so vollquatscht jetzt mit irgendwelchem Mist. Ich vermute kein. Schön, euch zu sehen. Ja, schön auch dich zu sehen, kein. Ausgezeichnet. Ihr habt einen Horadrim-Stab. Nehmt ihn mit in Tal Rashas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren Boden mit dem Kreis der sieben Symbole geschmückt ist. Steckt den Stab in die Öffnung, die ihr dort findet. Das wird den geheimen Durchgang zu Tal Rashas Grabkammer öffnen. Aber bereitet euch auf einen Kampf vor. Wahrscheinlich müsst ihr Tal Rasha besiegen, um Baal zu vernichten. Oh. Okay. Wir haben das auf jeden Fall noch offen. Ja. Tarashas Grab. Ehrlich gesagt, gerade nicht so wirklich Ahnung. Das heißt, wir sprechen jetzt mal Seid gegrüßt. mit Drogibert. Oder machen wir erstmal, sockeln wir? Wenn wir das auf eine Waffe abgesaugtes Leben pro Treffer. Mana. Nee. Nee. Aber, wir fragen hier Guten Farah, Tag. was sie so uns dafür bietet. Oh ja. Das können wir nicht verhökern. Das auch nicht. Das verticken wir. Ja, der kann nix. Ja. Haben wir da noch Platz hier? Gürtel, hat sie da was Feines? Okay, der ist nicht schlecht. Yes. Da ist alle nicht so was Geiles bei wie das, was wir haben. Das ist das. Ich möchte mich ja nicht verschlechtern. Aber für unsere. Gibt's auch nichts. Die Dinger sind wohl fresh. Ja, und hier haben wir ja trotzdem noch unser Super Special. Ja, die nehmen wir auch jetzt erstmal. Wir sprechen mal mit Rogibert. Ich habe die alten Aufzeichnungen studiert, um den Standort von Tal Rashas Grab zu finden. Das Grab selbst habe ich zwar nicht gefunden, aber ich habe einen guten Hinweis für euch. Horason, der große Geisterbeschwörer der Viserys, hat hier irgendwo seine geheime Zuflucht gebaut. Er war ein mächtiger Zauberer und hielt Dämonen als Sklaven in seiner Zuflucht. Auch große Ereignisse behielt er im Auge. Beispielsweise Baals Gefangenschaft in Tal Rashas Gruft. Wenn ihr Horasons Zuflucht finden würdet, könntet ihr dort gewiss einen Hinweis auf die Lage des Grabes finden. Obwohl ich bezweifle, dass Horason noch am Leben ist, müsst ihr vorsichtig zu Werke gehen. Man kann unmöglich sagen, was euch im Inneren erwartet. Als ich mit Fürst Serin darüber sprach, bat er, dass ich euch zu ihm schicke. Vielleicht kennt er einen geheimen Eingang oder dergleichen. Ja. Also ab zu dem komischen Fürstentypi. Ja. Im Palast nach der geheimen Zuflucht suchen. Gut, alles klar. Das sieht so nach Palast aus. Ja, da ist auch schon der komische Eierläufer. Upp, und der lässt uns sowieso nicht durch. Seid gegrüßt. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens, bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhallten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen aus der Spalte in den Palast. Schließlich heuerte ich Griez und seine Söldner an,
damit sie mir helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Drognan glaubt, dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt, da Lut-Golain auf einer alten Festung der Visirei erbaut wurde. Mein Palast steht euch jetzt offen. Passt auf euch auf. Okay, machen wir, passen wir auf uns auf. Ich habe von euren vielen Fertigkeiten und eurer Tapferkeit gehört. Ich denke, ich kann euch etwas anvertrauen, worüber ich nur ungern spreche. Drognan und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass der dunkle Wanderer, der hier durchgekommen ist, Diablo selbst gewesen sein muss. Drognan glaubt, dass Diablo in der Wüste nach dem geheimen Grab sucht, wo Talrasha, der große Magier der Horadrim, Baal gefangen hält. Ihr müsst Diablo finden und dem schrecklichen Übel, das über unsere Stadt gekommen ist, ein Ende bereiten. Drognan ist weise und kann euch sicher einen guten Rat geben, wie ihr Talrashas Grab finden könnt. Es könnte euch einige Zeit kosten, das Grab zu finden. Möget ihr bereit sein, wenn es soweit ist. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Willkommen im Palast. Ja, jetzt sagt er willkommen im Palast. Tolle Wurst. Ja. Schau mal. Oh. Erstmal geheime Zuflucht. Stab nach Tarashas Grab. Ja, ist ein bisschen. Naja. Erstmal müssen wir jetzt zum Haar. So. Schauen wir doch mal. Wo ist denn. Okay. Das war ein wenig sehr einfach. Wo geht's hier lang? Auch zum Harem Level 2. Hier ist ja gar nichts mehr ein Leben. Keine Kälte. Ja. Wo gehen wir hin? Ab hier lang. Aha. So. Gesundheit, geschlossen. Wow. Die Tölpelträger. Genau. Ein Ring hier. Okay. Ihr seht, noch nicht. Hey, hallo. Hallo. Au, oh, der hat mich gehauen. Was bist du denn für einer? Oh, Identifikation. Identifikation nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Okay, das könnte jetzt echt ätzend werden. Wenn wir die ganze Zeit eingeeist werden. Aber, wie ihr seht, ja, wir verlieren eigentlich kaum Leben, weil unser Pfeil die geile Eigenschaft hat, Mana zu saugen. So, wo? So, ja. Gut, hier oben ist noch eine Ecke, nicht so wirklich erforscht. Hier ist noch eine Truhe, Heiltrank. Gehen wir erst mal hier durch. So, oh, guck mal. Hallo! Ich glaube, es ist eine gute Idee abzuhauen. Und unseren Wahid da ein bisschen. Danke. Bitteschön. Ein bisschen Heilung zu drücken. Und uns selber auch. Ach, Kacka. Ich habe gerade schon wieder zwei gesoffen. Ja, hatte ich. Ja, der beste Eifer hilft halt nichts, wenn man eingefrostet ist. Los. Du machst das. Das ist eine richtige. Was? Ein richtiger Arschloch, mein. Alter. Wow. So, Wahid hat aufgeräumt. Ring nehmen wir mit. Das ist eine richtig linke Tour eigentlich, was wir da betreiben. Oh, da haben wir ja. Giftwiderstand. Ah, werden wir verkaufen.
Den Scheiß lassen wir direkt hier. Wir brauchen Heiltränke, wären nicht schlecht. Die sind toll, die können nix. Kristallschwert, ja, haben wir schon. So. Da wollen wir. Ah, hallo. Sehr fein. Ja, hier geht's so erstmal nicht weiter. Aber wir können hier durch. Eindringling. Hallo, bleibst du wohl hier? Also diese Frostscheiße, die geht mir auf den Sack. Das war so klar, ich kam da einfach nicht mehr weg. Ja, eingefrostet bis zum geht nicht mehr. 6700 Gold verloren. Ja, diese scheiß Horrormagier da, ne? Und meine tolle Begleitung, die ist ja nützlich wie ein Sack Nüsse. Kannst du total treten in dem Moment. Hat sich irgendwo festgehangen. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt darf ich hier mit dem Horadrim-Stab losziehen, um die Leute zu verkloppen. Ach, ist das ärgerlich. Naja. Aber die ersten beiden Level, die waren ja super easy. Gut, Harem Level sowieso. Schauen wir doch mal, wo wir hier langkommen. Hehe. Da ist mein Kadaver. Upp. Habe ich da meinen Kadaver eingesammelt? Hallo. Danke. Verdammt, ich habe es nicht geschafft, meinen scheiß Kadaver zu sammeln. Ärgerlich. Okay, da kommen wir so nicht durch. Das heißt, nochmal da durch. So zum Kotzen. Scheiße. Ich habe jetzt gehofft, dass wir da wohl durchkommen, aber nö, ist nicht. Es ist nicht zu fassen. Ja. Hier, wir konnten kein Opfer bringen, weil, ja, wir hatten kein Gold dabei. Ja. Aber das soll es für diesen Part auch erstmal gewesen sein. Wir sind jetzt hier wunderbar wieder in der Stadt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.